Jedes Jahr aufs Neue präsentiert der Circolo Freiburg seine Weihnachtsshow von Ende Dezember bis Anfang Januar auf dem Messegelände der Stadt. Dieses Jahr sind es fast 20 Artisten, die für Unterhaltung sorgen mit unterschiedlichsten Auftritten wie Akrobatik, Pantomime, Tierdressuren und vielen mehr. Das alles wird angeführt von Christoph Mark, Direktor des Circolo, der selbst als Marke auf der Bühne auftritt. Es geht Ihnen gut hier. Sie fühlen sich wohl. Ich meine, wenn man aus Dachsberg kommt, ist ja noch einiges neu hier, nicht? Elektrisches Licht. Wir veranstalten den Weihnachtszirkus jetzt im 7. Jahr im Circolo. Und begonnen haben wir 2005. Ein Veranstalter, der das vorher gemacht hat, hat aufgehört. Und wir haben uns bei der Stadt beworben, haben die Zusage gekriegt. Natürlich wird der Zirkus jedes Jahr ein bisschen perfekter. Und ich denke, jetzt ist die Anlage so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Wir fangen 4 Wochen vorher auf mit dem Aufbau, weil eine Rinderanlage ist halt viel komplizierter als einen Sommerzirkus aufzubauen. Wir haben hier Boden drin, wir haben Teppichboden, wir haben viel Deko im Zelt, wir haben sehr viel Technik im Zelt, wir haben eine fantastische Lichtanlage, eine sehr gute Tonanlage. Also der Winterzirkus ist einfach wesentlich aufwendiger als ein Zirkus, der reist. Weil wir sind ja kein reisender Zirkus, sondern wir veranstalten einmal im Jahr diesen Zirkus hier in Freiburg. Die Besucher kommen eigentlich aus der Region zwischen Waldshut, Donaueschingen, Offenburg, in dem Kreis von Basel bis nach Kehl. Und wir haben in den letzten Jahren auch immer mehr Besucher aus dem Elsass. Wir stellen die Programme zusammen unter dem Aspekt, dass wir ein Familienpublikum haben. An Weihnachten kommen weniger Firmen, sondern es kommen eben Familien mit Kindern. Aber eben auch nicht nur mit Kleinkindern, auch mit 16-, 17-Jährigen. Die Oma lädt ein und dann kommt die ganze Familie. Die bestellen manchmal 25 Karten. Wir verzichten auf große Tiere, auf wilde Tiere. Wir haben aber immer eine Tiernummer im Programm. Dieses Jahr ist es eine Nummer mit Hunden und Katzen. Eine Vorstellung sieht immer sehr einfach aus bei der Umsetzung. Das Gefühl soll auch dem Zuschauer weitergegeben werden. Aber wenige ahnen, wie lange man dafür üben muss. So haben wir mal hinter den Kulissen den Pantomimen Daniel gefragt, wie es bei so einer Vorstellung ist. Es ist sehr physisch und sehr anstrengend für den Körper und die Arme. Man braucht sehr viel Übung, damit es gelingt. Und dafür, dass die Show 8 Minuten braucht, ist es nicht sehr einfach. Ich mache das schon jetzt 15 Jahre lang. Dementsprechend habe ich auch mehrere Nummern auf Lager.